pass auf, jetzt kommt doch so ein Vieh, ey. Dann kotze ich aber, wenn hier noch ein Vierter ist. Was eigentlich gar nicht sein kann. Aber deswegen würde ich auch so kotzen, wenn hier noch ein Vierter ist. Du kannst dich verstecken, aber nicht ewig davonlaufen. Da habe ich ihn jetzt vernichtet. Aus Versehen. Vielleicht. Ist er ja. Tut mir fast ein bisschen leid, so weil er sich da in die Ecke gekauert hat, aber ich kann so nicht arbeiten. So, jetzt ist Ruhe. Endlich. Sand her. Schwamm her, anderer Sand her, Bastelkasten her. Knabbern. Verbackte Kiste her. Na, verbackt ist sie ja nicht, aber ich hab's halt scheiße gebaut. Ist mein Inventar jetzt voll? Nee, wollte schon sagen. So, dann mal hier nasser Schwamm rein. Dann gib mal den Schwamm her. Zwei trockene. Die Kiste ist hier unten. Haha. Also, pass auf, jetzt ist hier in der Zeit wieder ein Vieh gespawnt. Das wehrt er jetzt. So, als erstes hätte ich hier gerne mal irgendwie Luft. Gott, wie nervig. Habe ich einmal dabei? Ja, einen. Hahaha, scheiße. Boah, keine Guardians mehr. Du weißt gar nicht, wie krass das jetzt... Also, wow. Endlich. Klar weißt du, wie krass das ist. Warst ja dabei. Na, komm schon. So, Kinder, deswegen werden bei Hochwasser immer Sandsäcke ausgeteilt. Damit man die ganzen Guardians beseitigen kann. Gib mir her, den Schwamm. Da oben läuft's raus wie aus sonst was. Ich würde mich gern zumindest hier bewegen können, ja? Danke. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Holz, ne? So, mach das mal zu so vielen Stöckern, wie du hast. Die brauchen wir jetzt sowieso ohne Ende.
Ach, nee, nee, nee. Endlich, der Tempel ist uns kein Dings mehr, kein Hindernis. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, machen wir jetzt den Tempel trocken? Oder erstmal andere Sachen, da unten in der Mine, die wir eigentlich vorhatten, bevor wir hier irgendwas trocken machen. Weiß keiner, ne? Hm. Also ich glaube, ich bleibe jetzt noch ein bisschen einfach hier drin, weil Leute, die was anderes sehen wollen, ich habe auch noch die Let's Shows. Ne? Die habe ich auch noch. Ich hätte die Schaufel mal mitnehmen sollen, ich Idiot. Das Kuddelmuddel halter Buddel. Und erwähnt dich schon mal endlich. Hab ich glaube ich noch nicht erwähnt, ne? Noch nie. So, gehen wir das, die Schilder her. Die brauchen wir jetzt bei Scott erstmal nicht. Na doch, erstmal hier lieber den Rand ausfüllen. Weiß ich auch, von wo das Wasser kommt und von wo nicht. Klappt immer. Hier tauen sich aber auch immer neue Wasserpoole auf, ne? Jetzt haben wir es doch. Gut. Gut, gut, gut. Ich weiß, du willst da durchbrechen. Du wirst da aber nicht durchbrechen. Boah, endlich der Guardian weg. Also alle drei. Es ging doch schneller als erwartet. Das heißt, ich habe jetzt keinen Plan, was ich als nächstes machen will. Was vielleicht ein bisschen doof ist, aber egal. Der Guardian ist weg. Freude. So, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht gleich alles abbauen. Und noch sind wir nicht wieder draußen, möchte ich anmerken, ja? Wir können immer noch uns jetzt permanent, nicht permanent, aber gewaltig auf die Fresse legen. So, dagegen würde ich jetzt gerne mal was unternehmen. Das zum Beispiel. Oder das. Oder hier so. So, das sind drei Schwämme, möchte ich anmerken, ja? Stell dir vor, was wir mit dem ganzen Schwammraum hätten anfangen können. Die es aber leider nicht gibt auf dieser Karte. Also in diesem Tempel. Auf der Karte gibt es die bestimmt, die Schwammräume, aber nicht hier. Nicht jetzt. Aber wir haben drei Schwämme. Und dass wir die haben, ist schon echt... Ich bin echt gespannt im Schnitt, denn wie lange dieser Kampf gegen den letzten Wächter gedauert hat. Das war ja ein ewiges Hin und Her mit noch Begleitpersonal und eigentlich hätte ich da andere Musik einspielen müssen. Irgendeine Battle-Musik. Alles, was mir dazu einfällt, ist leider GEMA-geschützt. Von daher, naja, das heißt GEMA-geschützt wird von der GEMA verwaltet, finanziell. Ist ja nicht so, als hätten die die Rechte in der Musik. Die labern nur die ganze Zeit von wegen, na, 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 na. Wir wissen nicht, wie wir lizenzrechtlich in diesem Land damit verfahren. Schöne Scheiße. Wahrscheinlich kann bei den meisten Liedern YouTube dann die GEMA-Lizenz zahlen.
Aber so exklusiven Sachen wie, Film-Soundtracks oder so, da zahlt YouTube halt nicht, weil der will sowas benutzen. So, wenn ich schaufel alles, mache ich trotzdem weiter, dann halt nur mit Hand, ja? Ich könnte mir allerdings auch eine Holzschaufel bauen. Und so würde das dann die ganze Zeit über verlaufen, ne? Wir kommen in den Raum rein, füllen ihn mit Sand aus und dann gehen wir irgendwann wieder raus. Bis der ganze Tempel durch ist. Boah, ist das schön, nicht andauernd gezonkt zu werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erlösung nachvollziehen könnt. Wahrscheinlich schon, weil ihr müsst ja auch nicht mehr gezonkt werden jetzt. Wir werden jetzt alle nicht mehr gezonkt. Denn der Zonk ist weg. Alle drei. Ich könnte mich jetzt eigentlich hier einrichten. Yep. Nur mit was? Scheiß auf den Sumpf. Ich habe jetzt einen Wassertempel erobert. Nee, habe ich noch nicht. Ich vergesse immer wieder, dass hier noch andere Viecher rumschwimmen, weil ich höre ja noch immer das statische Rauschen. Aber die nervigen sind weg. Und habe ich schon mal erwähnt, dass die nervigen Viecher weg sind? Wäre schön, wenn das mal auf der Autobahn so wäre. Weißt du, du musst nur drei bestimmte Fahrer irgendwie von der Straße kriegen und danach hast du Ruhe. Aber nein, das hört dann da nicht auf. Da ist jeder andere Autofahrer meistens ein Ärgernis. War ich ja letztens wieder länger unterwegs auf der Autobahn. Nee, ey. Nee. Am schärfsten sind ja die LKWs auf der Mittelspur, ne? Die willst du dann auf der linken Spur überholen. Und dann ziehen die unerwartet noch einen nach links rüber. Weißt du? Fangen an zu lenken und dann zu blinken. Leute von euch, die einen Führerschein haben und wahrscheinlich auch die, die keinen haben, merkt euch einfach mal, man blinkt, bevor man lenkt. Damit der andere weiß, oh, da kommt gleich einer. Das Alibi-Blinken von wegen, ja, ich lenke doch gerade und blinke hier, nee. Das bringt mir als vorausschauendem Fahrer überhaupt nichts. Ich als vorausschauender Fahrer muss ja mittlerweile schon die ganze Zeit darauf achten, ob irgendwer auf die Idee kommen könnte zu blinken. Beziehungsweise abzubiegen, ohne zu blinken. Meistens hat man dann auch recht, weil man sieht, aha, der da, der passt sich gerade irgendwie so an, als würde er gleich zur Seite schwimmen wollen. Und dann tut das auch. So, mein Raum. Hm. Ich habe da oben ein Schild vergessen. Seid ihr jetzt feindlich gesinnt? Kann ich verstehen. Ich habe euren Anführer gekillt. Wird mich aber nicht daran hindern, auch euch zu vernichten, ja? So, wie sieht's mit der Wahl aus? 3 zu 19 immer noch. Könnt ihr jetzt die ganze Nacht durchmachen? Ha! Nee, lieber nicht. Okay, das ist doof. Sind die nass? Die sind nass, die Schwämme. Scheiße. Hätte ich vielleicht vorher mal drüber nachdenken sollen. Schwämme, Stöcker. Los, brennen. So, die Leitern, die brauche ich auch. Schilder. Ach, siehst du hier die Fackeln? Die können alle darauf. Also hier rauf. Kann ich den Eimer mitnehmen? Ja gut, wenn die nächste Schaufel kaputt geht, habe ich auch für den Rest Platz. Tada!
Nein! Mist, 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 Mist!